So etwas hatten selbst die erfahrenen Tierärzte bisher noch nicht erlebt. Ein Tourist fand in Thailand zwei junge Hunde am Straßenrand. Die beiden lagen auf dem Boden und konnten sich kaum noch fortbewegen. Die Ursache für die Flüssigkeit im Bauch war vermutlich der extreme Dreck, der beim Fressen mit in den Magen kam. Dadurch bildete sich literweise Flüssigkeit. Der Tourist rief daraufhin die örtliche Tierrettung an, welche kurze Zeit später vor Ort eintraf. Die Tierretter nahmen die beiden Hunde umgehend mit zur Auffangstation. Zuerst wurde der Bauchraum per Ultraschall untersucht. Bei einem der beiden Hunde hatte sich über 6 Liter Flüssigkeit im Bauchraum angesammelt. Klar war, dass die Operation lebensgefährlich sein wird. Bevor sie überhaupt anfangen konnten, verstarb bereits einer der beiden Hunde. Um die andere Hündin zu retten, gaben die Tierärzte alles. Unter Narkose las man nach und nach die Flüssigkeit aus dem Bauchraum abfließen. Glücklicherweise überstand die Hündin den Eingriff ohne große Komplikationen. Bereits am nächsten Tag ging es der Kleinen wieder richtig gut. Sie konnte beschwerdefrei laufen und zudem wieder fressen und trinken. Nun wartet sie im Tierheim auf ein neues Zuhause. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.